Hallo und Sabadikap. Erstmal eine schlechte Nachricht. Morgen gibt's mal kein Video. Warum? Ja, meine Bildbearbeitungsprogramme gehen nicht. Ich habe also bei einer Firma, nicht umsonst, ich habe also ein Programm gekauft für Bildbearbeitung. So, und die Firma fängt vorne mit M an, hinten mit X. So, ich habe also Bildbearbeitungsprogramm gekauft. 2021. So, aber nicht nur eins, ich habe eins für meinen Computer gekauft. Normal kann man sie auch mehrere benutzen. Habe nochmal Geld ausgegeben, für meinen PC auch nochmal eins gekauft. So, vorgestern mache ich meinen Computer an. Das hat abgegradet von 2021 gratis auf 2022. Auf einmal, blub, es geht gar nichts. Programmfehler, Modul, so und so, ja. Ich versuche die Firma anzuschreiben, will eine E-Mail schreiben, die E-Mail kommt zurück, die wird nicht durchgestellt. Ich schreibe wieder hin, die wird nicht durchgestellt. Subort schreibe ich hin, die wird gar nicht durchgestellt. Dann haben sie ein Forum, da habe ich gelesen, dass ich also nicht der Einzige bin, der wahrscheinlich, also ich denke, das ist ein Virus, den die gehabt haben oder gehackt wurden oder was auch immer, der Computer ging nicht. Und dann schalte ich also jetzt mein Notebook ein, wo das Programm auch drauf ist, nicht abgedatet, schaltet ein und blub, Fehler, System, Modul, so und so, das gleiche wie im PC. Nur beim Einschalten, ja, gucke ich da bei denen im Forum rein, ja, da bin ich nicht alleine, haben sehr viele diese Probleme. Ja, dann schreiben die anderen, ja, versteckter Ordner in C, da und da. Ja, ich finde den Ordner, nicht den versteckten Ordner. Und vor allen Dingen will ich mich im Forum anmelden. Es tut uns leid, Serverfehler. Also, man kann ihn nicht erreichen per E-Mail. Man kann sich da in dem Forum nicht einloggen. Also gar nichts. Also meiner Meinung nach wurden die gehackt. Und aber das Problematische ist ja, wenn solche Leute gehackt sind, ja, Kreditkarten, ja. Haben jetzt also meine Kreditkartendaten auch andere Leute? Ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, nachgucken. Also, morgen, oder vielmehr, das veröffentliche ich ja morgen früh, kommt kein Video. Ich muss mal gucken, wie ich das geregelt kriege. Hab ja dieses letzte Video, Haustiere und Raubtiere, mit so einem Gratis-Programm gemacht. Geht auch, aber ist natürlich nicht so wie so ein professionelles, gekauftes Programm. Ja, muss ich jetzt erstmal mit leben und muss mal gucken, wie ich jetzt da weiterkomme. Ob ich da jemand erreicht kriege. Also ganz ehrlich, bin ja auch sauer. Ich kaufe nicht ein, ich kaufe zwei Programme. Ja, und es geht nichts. Soll ich wieder ein Programm kaufen? Nee. Also da muss ich mir dann weiter auf kostenlose Programme gehen. Ja, das mache ich jetzt direkt von meinem Handy. Nehme ich jetzt auf und spiele jetzt direkt bei YouTube raus. Ja, sorry, morgen, vielleicht übermorgen auch nicht. Jetzt Teil 2, der wird sich verspäten. Ich muss erstmal zusehen, was da mit der Firma los ist, mit dem Programm. Hoffe ja, dass sie sich ja mal bei ihren Kunden melden. Gut, bis dann. Tschüss, der Dieter.